Hey Leute und somit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ach, ist es nicht süß? Hört euch mal diese Melodie an. Und wir stehen mit Laguna in irgendeinem Zimmer und da ist ein Mädchen. Was will sie denn von uns? Onkel Laguna, Besuch für dich. Hä? Besuch? Wer denn? Ein Mann im komischen Anzug. Er spricht gerade mit Rain. Er ist im Laden? Ja, ich wollte dir Bescheid sagen. Bin ich gut? Nicht gut. Du darfst nicht alleine raus. Was ist, wenn ein Monster kommt? Ach, ich komme noch von nebenan. Trotzdem. Die Monster mögen kleine hübsche Mädchen wie dich. Sie werden dir dann ganz, ganz doll wehtun. Wenn was passiert, wird Onkel Laguna weinen. Das wird nicht passieren. Ich werde Onkel Laguna rufen. Du wirst mich doch retten. Hey, warte! Okay, was für ein Auftakt. Da wäre der Speicherpunkt, den wir, ich denke, doch mal nicht aktivieren müssen. Oh, ist es nicht süß hier drin? Schaut doch mal. Ach, ich liebe diese ruhigen Momente in Final Fantasy. Das sind einfach irgendwie mit die besten. Können wir an dem Klavier eigentlich irgendwas machen? Und die Musik ist so toll. Ich glaube, hier war ein versteckter Drawpunkt, oder? Bin ich jetzt... Ja, genau. Oh, Vigra, Leute. Natürlich ziehen wir das. 7-mal. Sehr schön. Okay, am Schrank oder so geht nichts weiter. Ach man, ich finde das wirklich so knuffig hier. Aber wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall in Zivil unterwegs. Guckt mal die Wände. Voller Einschusslöcher. Ich fasse es nicht. Klasse. Was geht denn hier? Das ist ein schöner Ofen oder Kamin. Findet ihr nicht auch, dass die Pfanne aussehen wie ein Gesicht? Wie zwei schiefe Augen und ein großer Mund und eine Nase? Na gut. Hey, Kleine. Eliona also. Hab auf dich gewartet. Toll, oder? Ja, ganz toll. Ach, wie jetzt? Els Papa und Mama. Sie war heute brav. Okay. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, sind wir denn ihr Vater? Aber nein, sie hat uns ja Onkel genannt. Aber wo sind wir hier, Leute? Das ist ein Geheimnis. Und wo sind Kiros und Wart, verdammt nochmal? Die werden doch wohl den Sprung vom letzten Mal überlebt haben. Oh, Galbadia-Soldaten. Dann jetzt aber mal ganz schnell rüber. Das ist doch bestimmt der Laden. Elione, jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Oh. Süß. Na dann mal hinterher. Hast du verstanden? Bleib im Zimmer und geh bitte nicht raus. Oh, die scheint wütend zu sein. Mecker, mecker. Versprechen muss man halten, sonst ist man gearscht. Laguna, benutze bitte keine unanständigen Wörter, wenn du mit Elione sprichst. Mecker, mecker. Du bist gearscht. Ist ja cool. Ah, die beiden sind echt knuffig. Ach, und schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. Kiros. Das ist mein Freund, der ist kein Bösewicht, auch wenn er so aussieht. Okay. Kann ich noch mit der Kleinen reden? Du bist nett, auch wenn du nicht so aussiehst. Ja, Laguna legt dir alles in den Mund. Rain, bist du wirklich sauer? Wir können gar nicht mit Rain reden, wahrscheinlich schon. Dir scheint es gut zu gehen. Dir ebenso. Okay, sie scheinen sich wohl eine Weile nicht gesehen zu haben. Wie lange ist es her seit unserem Centra-Abenteuer? Du meinst wohl unsere Flucht aus Centra. So kann man es auch nennen. Nun, etwa ein Jahr. Ich lag die Hälfte im Bett, ich konnte mich kaum bewegen.
Ich habe ihn gepflegt. Danke, das war sehr gütig von Ihnen. Ich war nach einem Monat fit, seitdem suche ich dich. Warum? Naja, es war langweilig. Du bist ja schließlich sowas wie ein Hobby. Sag doch sowas nicht, ich schufte hier täglich. Ich kann Sie verstehen, Kiros. Was soll ich dir erzählen? Okay Leute, wir können wieder was aussuchen. Was nehmen wir denn? Was macht Wart eigentlich? Ja, das ist sehr interessant. Was macht Wart jetzt? Er ist auch weg vom Militär. Er hat glücklicherweise einen neuen Job gefunden. Ja, als was? Er arbeitet als Putzmann im Gefängnis. Hui. Das passt nicht ganz zu ihm, aber Hauptsache, es geht ihm gut. Er hat seine Stimme verloren. Naja, sein Gesicht sagt mehr als 1000 Worte. Jo, was können wir denn noch? Wie geht es Julia? Was ist mit Julia? Keine Ahnung. Julia? Die Sängerin? Genau. Laguna war in sie verliebt und ging jeden Tag in ihre Bar. Hey, stopp, du redest zu viel. Hat sie in einer Bar gesungen? Damals nicht, sie hat nur Klavier gespielt. War Eyes on Me ihr erstes Lied? Was für ein Lied? Du kennst es nicht? Das hast du mir nie vorgespielt. Ich habe nicht gewusst, dass du dich für Musik interessierst. Es ist wirklich ein schönes Liebeslied, ich höre das gern. Sie hat neulich geheiratet. Ja, stimmt. Mit so einem Major Carway hieß er. Nie was von ihm gehört. Soweit ich weiß, war sie in einen Soldaten verliebt. Er kam aber nach dem Krieg nicht mehr wieder, da lernte sie den Major kennen. Sie hat also nicht auf den Soldaten gewartet. Ach, das ist doch egal. Wenn sie glücklich verheiratet ist, ist doch alles in Ordnung. Ist doch so, El? So ist es. Onkel Laguna will mit Rain... Schluss, aus, Ende. Okay, was können wir denn noch? Ja, in Grau unterlegt, ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Wo sind wir eigentlich? Ja, das fragt sich wahrscheinlich irgendjemand, der diesen Traum gerade hier hat. Die Elfen sind wieder da. Die Elfen? Stimmt, jetzt spüre ich sie auch. Heute können wir uns austoben. Ja, ich bin gespannt. Okay Leute, sie scheinen wohl zu merken, dass wir irgendwie in ihrer Nähe sind. Das ist sehr mysteriös. Das war's eigentlich auch schon, was wir mit Kiros besprechen könnten. Wir planen später wieder, ich muss jetzt arbeiten gehen. Verstehe. Und, was machst du jetzt? Du bleibst doch noch hier, oder? Wenn es euch nichts ausmacht. Ohne Fleiß kein Preis, wenn das okay ist, bitte. Also muss er wohl mithelfen, der Arme. Wobei auch immer. Wollen wir später miteinander reden? Ja, gern doch. Und Rain ist mal wieder nicht zu... anzusprechen, oder? So viel Spaß bei der Arbeit. Ich werde jetzt das Essen machen. Lecker, was gibt's denn? Ich könnte auch irgendwas Leckeres essen gerade, Leute. Mal gucken, ob wir nach oben können. Ja, das geht. Also auf jeden Fall haben sie gesagt, die Elfen sind wieder da und wir können uns austoben. Heißt das, sie sind stärker, wenn wir in ihren Träumen erscheinen? Das könnte natürlich stimmen, da sie unsere ganzen GFs dann gekoppelt haben. Aber es ist wirklich sehr, sehr bizarr. Man weiß ja auch nicht, in welcher Zeit das hier gerade spielt. Aber die Musik ist immer noch so traumhaft schön. Guck mal da oben auf dem Schrank, das ist ein Hase. Na gut. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob die GF gekoppelt sind. Das würde Squall jetzt nämlich tun. Der Arme wurde ja schwer erwischt. Hoffentlich geht's dem gut. So, war ja klar, dass hier nichts gekoppelt ist. Wir machen mal alles auf Stärke.
So, sehr schön. Ist Laguna gekoppelt? Ja. Bei dem ist alles drin. Okay, dann lassen wir es so. Ich weiß es nicht. Ich hatte euch Brothers noch gar nicht gezeigt. Hat ihn jetzt irgendwer angelegt? Nein. Ach, machen wir das gleich mal. Ist hier komplett. Ist ja auch egal, wer es eigentlich hat, denn so lange sind wir hier nicht. Brauchen wir auch jetzt den ganzen Rest nicht koppeln, den wir jetzt noch dazu bekommen haben. Na gut, ihr beiden, macht's gut. Ich und Kyros gehen arbeiten. Wie auch immer das aussehen möge. Ach ja, herrlich. Soldaten. Glaubst du, dass die ersten Soldaten bis hierher kommen? Das war doch vor 2 Jahren. Sie wären doch bestimmt schon längst hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Man weiß nie, was die Hexenarmee vorhat. Okay, die Hexenarmee? Mysteriös. Und wir dürfen kämpfen. Wow, in diesem Dorf lauern wirklich Monster. Hatte Laguna ja sogar recht. Wow, schaut mal, die... die Gegner vom Anfang des Spiels. Warte, wie hatte ich die Raupe gleich nochmal genannt? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt... Ich glaube, das war im zweiten Part. Da hatte ich die Raupe irgendwo... Nicht Raupe genannt, sondern... Oh Gott, wie war denn man das? Ich weiß es nicht mehr. Helft mir auf die Sprünge. Brothers zeige ich euch natürlich auch demnächst. Und Lagunas Limit muss ich euch auch noch zeigen. Das ist der letzte, der verbleibt. Kyros, seine Spezialtechnik haben wir beim letzten Mal gesehen. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Ein Spinnennetz. Quistis lernt Hyper, was auch immer. Apropos GF. Lernen die denn alle jetzt was Vernünftiges? Nee, das ist schon mal doof. Todesurteil, Körper 20, Geist 20. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden, wie wir spielen. Ich werde aber die ganzen GF-Techniken zum Schluss machen. Mir ist es eher wichtig, dass unsere Charaktere so gut wie möglich gepusht werden. Deswegen lerne ich jetzt hier Körper 20 und Geist 20%. Und ganz zum Schluss kommt GF Magie plus 10 und HP plus 10. Denn so oft brauchen wir es auf jeden Fall auch gegen Ende des Spiels nicht mehr. Leider eigentlich. Ich fand es immer sehr cool. Nochmal Körper. Das Doofe ist eigentlich nur, dass das während des Let's Plays eben ein bisschen fad werden kann, wenn man ständig die GFs ruft, denn die dauern ganz schön lang. So, was haben wir denn hier? Behandeln wird verfügbar. Magie plus 20, Wünschelrute. Anfeuern ist... Ja, verstärken der GF, da müssen wir im Select drücken während des Kampfes, dann verschwinden ja die ganzen Menüleisten. Und dann können wir auf Viereck anfeuern, da sieht man dann so einen Daumen. Man muss das ein bisschen timen. Und dann sind die Angriffe der GF stärker. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Mach ich behandeln? Oder Windschirmroute? Ach, machen wir mal. Die ganzen Abilities zuerst. So, Geistkopplung, das ist okay. Nee. So, Gegner 50 haben wir schon komplett und schaut mal, Gegner 0 braucht gerade mal 100 AP, das wäre gar nicht mal so schlimm. Schatten wird verfügbar, HP plus 20. Ich würde sagen, wir lernen zuerst mal Gegner 0, genau, falls wir das demnächst irgendwie mal brauchen. Und die ganzen Wandler könnte ich ja vor irgendwelchen... Oder nicht die zuerst? Nee, wir machen präventiv mal Gegner 0. Ah, und Karbunkel habt ihr auch noch nicht gesehen, Leute, stimmt. Gut. Dann stimmt alles. Ach, wir halten uns immer ganz schön lange im Menü auf. Hey, ich würde eigentlich mit dir reden. Oh, nein, sondern an derselben Stelle derselbe Kampf wahrscheinlich. Ja, hatte ich die Raupe nicht Ratte genannt? Das ist auch cool. Eine riesengroße grüne Ratte. Na, dann mal Attacke, Jungs. Oh Gott, das ist ja schon tot. Ich muss unbedingt die Seed-Prüfungen schaffen. Denn ein bisschen mehr Kohle wäre schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich insgesamt? Ich meine, zum Item kaufen sollte es bisher eigentlich reichen. Ah, okay, ich glaube, Ifrit hat Kugelwandler gelernt. Jetzt dürfen wir gleich nochmal ins Menü. Das ist sehr, sehr lustig. Fängt ja gut an.
So, Stürmen. Stürmen brauche ich nun wirklich nicht. Stärke plus 20. So, Hitzewandler. Genau. Na denn. Du scheinst wieder okay zu sein. Willst du mich zurück zum Militär? Nein, Leute. Warum helft ihr nicht bei der Monsterjagd? Wir sollen nur auf Esther-Soldaten achten. Die Monster sind uns egal. Seid doch keine Spielverderber. Ach, diese doofen Soldaten. Ach, wir können gar nicht in das große Haus. Na gut. Da war ja nicht auch noch ein versteckter Drawpunkt. Mir ist gerade irgendwie so. Ach nee, da unten ist aber ein regulärer. Ich bin schon 2 Jahre hier und diese Arbeit finde ich zum Gehen langweilig. Sei froh, dass du kein Nestsoldat bist und kleine Mädchen kidnappen musst. Sie suchen nach einer Nachfolgerin für die Hexe Adele. Wenn sie das nächste Mal kommen, ist die kleine Leone in Gefahr. Kein Problem. Ich bin doch jetzt hier. Okay. Die Esther-Leute suchen einen Nachfolger für die Hexe Adele. Die kennen wir auch gar nicht. So, Anti-Z. Naja, egal. Hier raus. Boah, 14 Mal. Nicht schlecht. Kommen wir jetzt hier lang, ohne in den Kampf verwickelt zu werden? Ich habe eine ganz simple Frage. Was machst du hier eigentlich? Die jungen Männer wurden alle zum Militär geschickt. Zurück blieben ältere Leute, Kinder, Katzen und Schokobos. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, leben hier auch Monster. Die Dorfbewohner haben mir das Leben gerettet. Ich tue das aus Dankbarkeit. Jetzt bin ich der Monsterjäger von Windhill. So, Kiros, ab heute hilfst du mit. Laufschritt bis zum Dorfeingang. Wir müssen allen helfen, die Probleme haben. Okay, und Kiros sagt nichts. Ich glaube, er denkt sich seinen Teil. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also, ich glaube nicht, dass Laguna wirklich zum Militär gehört. Zumindest nicht als einfacher Fußsoldat. Oh yeah, wir haben eine schöne Raupe und ein paar Käferchen. So, wisst ihr was, Leute? GF-Zeit. Zuerst einmal Brothers, da wir die eigentlich schon viel, viel länger haben als Karbunkel. Und dann Karbunkel, auch wenn ich nicht glaube, dass sie es überleben. So, der Rinderwahn. Ich finde das so cool, Leute. Das wird sehr lustig jetzt. Wenn ich allein schon daran denke. Wie weit oben eigentlich? Oh nee. Ja. Ja. Nein. Oh Gott. Klasse. Weil der Große wirft den. Nee, der Kleine wirft den Großen. Okay, stimmt, die Käfer sind nicht betroffen. Und noch so war es jetzt nicht wirklich stark, also scheinen wohl alle überlebt zu haben. Sowieso weiß ich gar nicht so genau, gegen was man Brothers eigentlich so gut einsetzen kann. Die sind alle nicht, also sind beide nicht so stark, denn ist nicht so viel gegen Erde anfällig. Da kommt der kleine Karbunkel, Leute, aus seinem Loch gekrochen mit dem süßen Rubin auf seiner Stirn. Eigentlich ziemlich geil, wenn man einen Kampf hat, bei dem es um Magie geht. So erhalten nämlich alle auf jeden Fall Refleck. Und Refleck ist geil. Das heißt jetzt also, würde man uns bezaubern, würde dieser Zauber zurück auf den Gegner prallen und das ein bisschen stärker. Das Ganze kann man jetzt natürlich ausnutzen, indem ich Blitz zaubern würde. Auf mich selber. Dann reflektiert es nämlich auch und wird auch doppelt so stark oder so. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Obwohl ich diese Taktik selber während des Let's Plays wahrscheinlich selten benutzen werde. Hier, und es macht 181 Schaden, das ist gut. Also, für Blitz gut. Und der Käfer schläft. Wie darf man das eigentlich verstehen? Ist das irgendwie Schlafmunition? Er nimmt es in den Mund. So, und im nächsten Kampf werde ich euch dann mal Lagunas Limit-Attacke zeigen. Und dass die Raupe futsch. Und der Käfer hoffentlich auch gleich. Soll da echt nochmal drauf schießen? Das gibt's ja gar nicht. Oh,
Oh, ein Level Up. Keine Items. Und 4 AP. Sehr schön. Dann schauen wir uns doch mal hier um in dem Dörfchen. Sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus, ne? Na. Ah. Immer diese Kämpfe. Ich meine, wir könnten jetzt auch schon Gegner 50% einstellen, aber... Nö. Es wird ein relativ ruhiger Part. Wir müssen jetzt auch uns nicht irgendwie beeilen. Wir haben genug Zeit. 14 Parts haben wir gebraucht, um mit CD1 fertig zu sein. 3 CDs folgen noch, wobei die vierte relativ kurz ist im Gegensatz zu der zweiten und der dritten. Ich glaube, die dritte... Ich glaube zumindest, dass wir uns auf der dritten am meisten aufhalten werden. Da werde ich dann... so gut es mir möglich ist, die ganzen Sidequests machen, die es im Spiel gibt. Und das heißt dann auch Karten spielen und ja, alles, was so dazugehört, zu Sidequests eben. Aber keine Sorge, wir werden auch, sobald es möglich ist, ein paar Sidequests machen, ja, die wir eben schon machen können. Denn ein paar davon sind echt wichtig, denn es gibt dann nämlich ein paar schöne GF zu holen. Und ihr merkt, GF sind hier im Spiel sehr, sehr, ja, sind irgendwie eine zentrale Sache. So, oh, saugen, Leute, cool. Saugen ist so geil, wenn man das mit Angriff koppelt. Hatte ich euch ja schon mal erzählt, mit den Schaden, die wir machen, den Schaden, den wir am Gegner machen, ist dann auch die HP, die wir da gleichzeitig zurückkriegen. Sie scheinen jetzt wieder völlig gesund zu sein. Wirklich, vielen Dank. Ist Ihnen das Dorf nicht langweilig? Wollen Sie nicht langsam nach die Link City zurück? Ach, ich glaube nicht, dass Laguna das will. Ja, das kleine Ohmchen hier hat einen Blumenshop. Stimmt, dass man alles eigentlich immer so verenglischen muss. Shop, warum sage ich nicht einfach Laden? Das ist mir eigentlich auch wirklich lieber. Ich finde es schlimm, wenn wirklich alles plötzlich Englisch ausgesprochen wird. Immerhin haben wir eine Muttersprache. So, wir könnten jetzt hier geradeaus weitergehen. Ach Gott, ich weiß nicht, welche Richtung wir gehen sollen. Ich meine, das Dorf ist nicht groß, aber... Vielleicht gibt es hier ein bisschen mehr zu erkunden. Oh, sieht aber auch idyllisch aus da hinten. Und noch ein Kampf. Ach Gott, eine Raupe. Na gut, die wird es dann glauben müssen, wenn Laguna ausflippt. So, Kiros, greif mal deinen besten Freund an. Laguna greift sich auch mal selbst an. Oh, okay. Juhu. Schlaf mal bestimmt ein. Ach gut, hat nicht getroffen. Sehr gut. So, dann können wir ja schon. Das müsste zumindest gehen. Sehr schön. Limit. Desperado. Oh Gott, die arme Raupe, Leute. Los geht's. Wie Spider-Man hangelt er sich irgendwo in der Luft fest. Oh Gott. Die arme Raupe, wirklich. 1200, das ist echt krass. Nicht schlecht, Laguna. So, sehr schön. Ihr seht, der Wart ist nicht mehr da. Deswegen ganz gut, dass ich sein Limit vorher schon mal gezeigt hatte. Ich glaube, das war auch wirklich das letzte Mal, dass wir ihn spielen können. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, hier ging es auch noch runter. Ach, so viele Sachen hier in einem kleinen Dorf. Jetzt bin ich wieder fast... Ja, am Ausgang. Das wollte ich ja gar nicht. Ich gebe da oben an dem Auto noch was. Luki Luki machen. Dum. Ach, da geht's gar nicht lang. Okay, da müssen wir wohl runter. Hier gibt es später dann auch noch eine Sidequest mit Squall und seiner Gruppe. Da müssen wir ja kleine Chocobos fangen. Sehr drollig, die Mission. Aber, ja, ich glaube, sie ist nicht wirklich lohnenswert. Aber ich mache sie natürlich trotzdem. Beißkäfer, Beißkäfer. Na komm, weil es so schön war. Nochmal Desperado. Und weil sie dann gleich alle auf einmal tot sind. Die Granate hält sich, obwohl sie gezogen wird, ziemlich lang, muss ich sagen. Und dass man sie nicht trifft, ist auch sehr erstaunlich bei dem Maschinengewehrgeballer. Ja, das war's auch schon. Fein, fein.
Wobei, nein, Leute, ich glaube, wir kämpfen nochmal mit Wart. Jetzt fällt es mir gerade ein, wie Schuppen von den Augen. Ja, doch, wir werden Wart nochmal sehen. Also keine Sorge. Ich zeige euch nur mal, was wir jetzt verpasst haben. Es ist nur ein kleines Feld oder ein Blumenfeld eben, bei dem wir gerade auslaufen. Und da sieht man schon, Achtung, Schokobos. Ich glaube, da passiert jetzt aber noch nichts, wenn wir hier langlaufen. Nö. Das ist wie bei uns hier mit den Rehen. Überall am Straßenrand findet man diese Schilder, Achtung vor Rehen. Und in Final Fantasy sind es dann eben Schokobos. Diese bösen Schokobos, aber auch wirklich. So, wo sind wir denn jetzt? Ist hier keiner? Hallihallo. Wir würden gerne mit jemandem sprechen. Keiner da. Können wir uns ein paar Blumen für Rain mitnehmen? Das wäre doch mal eine Überraschungsqual. Mach doch das. Captain! Ach man, immer diese Standardgegner. Ih, der lange Stachel. Na denn. Diesmal kein Desperados, das schaffen wir auch so. Wir machen echt das 10-fache an Schaden mit einem Limit, also ungefähr. Nicht schlecht. Und das war's auch schon. Wie die mal umkippen, ich finde das so lustig. So, Spinnennetz, Hyper-Vibra oder Vibra, lernt Quistis damit. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Könnte ich eigentlich mal machen, wenn wir Quistis das nächste Mal spielen, dass wir die Items geben, wo sie was von lernen kann. Ui, was ist das, eine Kirche oder so? Ach, ein Restaurant, cool. Ey, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, aber irgendwie scheint hier kaum was los zu sein in diesem kleinen verträumten Dorf. Erinnert mich gerade irgendwie an Final Fantasy 9. An das eine Hotel in Alexandria. Oder war es in. War es in Alexandria oder in. In den Blumen? Ach, auch ein fantastisches Spiel, Leute. Ich liebe Final Fantasy 8. Vor allem finde ich da das komplette Setting absolut geil. Ich stehe voll auf Mittelalter und. Ja, Final Fantasy 8 ist krass auf Mittelalter getrimmt. Nichts, aber wirklich sehr, sehr hübsch hier. Würde ich es mir auch gut gehen lassen wollen. Wie gesagt, echt verständlich, dass Laguna hier, glaube ich, nicht weg will. Er hat, ich denke zumindest mal, eine sehr ansprechende eine Frau gefunden, die er toll findet. Auch wenn sie sich, glaube ich, nicht lieben, aber dafür auch ein ziemlich kleines Mädel, das er wohl in sein Herz geschlossen hat. Das ist dann wirklich schwer zu gehen. Erster Patrouillengang beendet. Wir erstatten jetzt Bericht. Wem denn? Der Frau in der Kneipe? Sie heißt Rain. Sie hat mich gerettet. Vergiss das nicht. Scheint eine naive Frau zu sein. Sie könnte leicht reingelegt werden. Reingelegt? Wir werden aufpassen. Dass das nicht passiert. Wir reden später drüber. Yay, erster Patrouillengang beendet. Bist du wieder gesund? Dann verpiss dich aus unserem Dorf. Was ist hier los? Er hasst mich. Trotzdem einkaufen. Er hasst mich. Trotzdem ansprechen. Er hasst mich. Ich sollte lieber gehen. Wir reden trotzdem mal mit ihm. Ich wollte mal ein bisschen plauschen. Wie geht es, Rain? Bestens. Das ist fein. Wenn du weggehst, würde es dir doch besser gehen. Ist das gemein? Vor allem, dann verpiss dich. Oh nee. Okay, wir können trotzdem einkaufen. Rain schickt mich. So, wir kaufen mal ein bisschen was, denn... Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Oh, wir haben gerade mal 3000 Gil, aber ich denke mal, die können wir doch locker ausgeben, denn das ist nicht unser Geld. Wartet mal, denn... In was investiere ich das am besten? Ich würde sagen, in Phönixfedern. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Ah, ein bisschen Gegengift hätte ich auch gebrauchen können. Na gut, noch nicht so schlimm. Ich glaube, wir können in dem nächsten Gebiet auch einkaufen. Ja gut, dann verpissen wir uns mal. Können wir eigentlich raus? Nö. Schade. Oh, schaut mal, der süße Rauch aus dem Kamin. Und wir dürfen kämpfen.
So. Diese Mistviecher, Leute. Na komm, weil es so schön war, sehen wir nochmal Desperado. Und Great. Spiny schwingen. Die Locke erst einfach gemacht, er hängt da, keine Regung im Gesicht und schießt einfach. Cool. Laguna ist der Beste. Ich überlege gerade, lege ich Gegner 50% ein? Ah, wobei, es sind immerhin 3 AP, die wir bekommen. Ach, wir lassen das einfach so, wie es ist. Wird nicht rumgejammert. Und seht ihr, ich habe nicht gedacht, dass wir nochmal zurückgehen müssen. Ich dachte mal, wenn wir die erste Patrouille fertig haben, dass es dann... Dass wir alleine zurück zum Dorf kommen. Aber wir müssen wirklich nochmal laufen. Hey Laguna. Spielst du täglich dieses Patrouillenspielchen? Was meinst du mit Spielchen? Wolltest du nicht mal ein weltberühmter Journalist werden? Du kennst bestimmt die Timmermaniacs. Ich habe den Chefredakteur gesprochen. Sie würden jederzeit einen Reporter einstellen, der um die Welt reist. Das ist großartig. Wir sollten mal hingehen. Ja. Ja, klar. Ach man. Dame Laguna hin und her gerissen von dem... Ja, von seinem Traum und... dieser Familie hier. Oh, ein Angriff von hinten. Oh mein Gott. Da hat sie uns gestachelt. Voll eklig. Perverses Räubchen. Die Waffen von Kiros sind auch irgendwie ziemlich interessant. Gibt es dafür eigentlich irgendeinen Namen? Ich weiß, dass er der gute Lord Necro, der immerhin hat er mir bei Dark Souls gesagt, was die Unterschiede von der Länge der japanischen Schwerter oder Messer ist. Also er hat mir erklärt, dass ein Katana, also so wie man es kennt, eben Katana heißt und ein längeres heißt dann, ja, weiß ich nicht mehr. Und dann gibt es auch noch für diese japanischen Messer einen Begriff und so. Naja, hey, sei an dieser Stelle gegrüßt, du schaust sehr fleißig, ich finde das super, es freut mich wirklich tierisch. Bleib am Ball, lese jeden Kommentar von dir sehr, sehr gern. Ich kann doch noch ein bisschen bleiben, oder? Willst du denn noch recherchieren? Über das Dorf könntest du viel schreiben. Scheint nett zu sein. Nein, nicht hier. Ich will nicht über das Dorf berichten. Ich meine, es soll doch keine Touristenstadt werden, oder? Du willst Rain beschützen, Laguna. Du hast dich verändert. Da, Monster! Hm. Ja, Kiros, das hat er. Ich glaube, er wollte nur ablenken. Hier ist es gar kein Monster. Und bevor wir die Bar betreten oder das Häuschen, müssen wir nochmal kämpfen. Guck mal, im Hintergrund ist der Fujiyama zu sehen. Natürlich nicht, also... Ach Gott, was quassel ich schon wieder. Knabber, knabber. Diese doofen Käfer. Oh, Leute, ich bin ein bisschen müde. Mag wohl daran liegen, dass es schon um 6 ist und der Sandmann gleich kommt. Wobei, der kommt jetzt in einer Stunde, oder? Nein, es geht mir gut. Ach ja, so, Level Up. Spinnennetz, das haben wir jetzt schon so oft bekommen und ich sag's ja, Zauberspieler haben wir bald echt zu. Haben wir echt 100-fach fast im Inventar. So, wollte ich noch irgendwas schauen? Uns geht's soweit ganz gut. Hm, alles gut. Die GF lernen alle was ordentliches. Ja. So, wir sind wieder zu Hause. Die anderen beiden scheinen wohl oben zu sein. Na, dann mal hinterher. Was ist? Die Frauen sprechen gerade. Wir sollten sie nicht stören.
Hey. Mein Instinkt sagt mir, dass wir zuhören sollten. Rain, willst du nicht Onkel Laguna heiraten? So einen Typ? Der hat rumgewinselt, als er hergebracht wurde, und ich durfte ihn pflegen. Oh, das hat jetzt Rain gesagt. Obwohl er Journalist werden will, benutzt er unanständige Wörter. Über ernste Themen will er gar nicht sprechen, außerdem schnarcht er und redet im Schlaf. Aber ich mag Onkel Laguna über alles. Rain, Onkel Laguna und ich, wir wollen zusammenbleiben. Ach Gott, das hat jetzt schon wieder Ione gesagt. Ich komme nicht klar. Und da ducken sie sich. Aber... Ich denke, dass er noch viel herumreisen möchte. Er ist nicht der Typ, der in so einem Dorf vergammelt. Es gibt halt solche Menschen. Irgendwie regt mich das auf. Magst du ihn nicht? Ich denke genauso wie Elione. Huch? Was macht Laguna da? Sorry Leute, ich war bei dem Gespräch gerade ein bisschen verpeilt. Wir kommen daheim. Puh, wir sind gerade eben zurück. Okay. Schaut mal, sie gucken uns hinterher. Gruselig. Wie in einem Horrorfilm. Na, Kleine. Bericht erstatten. Machen wir doch. Also Rain scheint ihn dann doch irgendwie zu mögen. Ich möchte jetzt Bericht erstatten. Es waren Wabbelwabbels und die Summsums. Insgesamt haben wir 18 Viecher besiegt. Gute Arbeit. Ich werde mal das Essen aufsetzen. Wollten Sie das nicht vorhin schon machen? Ich rufe euch dann, wartet so lange im Zimmer. Ihr scheint müde zu sein, ruht euch etwas aus. Machen wir. Essen, essen, wir essen zusammen. Kiro ist auch mit uns. Was macht er da? Ich, Rain, Laguna und Kiro. Wir essen zu viert. Oh, die ist so knuffig. Sie vergisst das S bei Kiros. Essen. Ja, okay. Von Kiro. Na schön. Und Rain lacht auch. Sehr cool. Können wir mit Rain nochmal irgendwie sprechen? Lass mich durch. Ich rufe euch dann. Wartet zu lange im Zimmer. Okay, machen wir. Aber ist das hier nicht das Zimmer oder sollen wir wirklich runter? Vielleicht meinte sie auch bei uns im Zimmer, ne? In der zerschossenen Bude. Na, dann mal zurück. Oder? Ja oder nein? Ach, da ist der Ausgang. Da, wo das Licht reinscheint. Wehe, wir kämpfen. Wehe, wehe, wehe. Juhu! Wir haben es geschafft. Ohne einen Kampf. Ach, das sieht so geil aus hier. Und Kiros sagt dazu nichts. Na schön. Gibt's hier nochmal Engel? Ach nee, was waren das? Ligra? So, ja, ein bisschen ausruhen. Natürlich, wir haben, denke ich, doch alles gesehen im Dorf. Ja, dann ruhen wir uns doch mal aus. So, jetzt ist Pause angesagt. Was ist bloß? Ab und zu denke ich an etwas Furchtbares. Wenn ich aufwache, bin ich ganz woanders und Elione ist nicht mehr da. Und Rain auch nicht. Warum denke ich an sowas? Was ist mit mir los? Hoffentlich bin ich noch hier, wenn ich aufwache. Lieber Gott, lass mich auf diesem Bett aufwachen. Du hast dich wirklich verändert, Laguna. Okay, Leute, die Musik hat sich geändert. Wo bin ich?
Okay, Xell hat geträumt, Leute. Hallo Xell, warst du wieder drüben? Yo. Wie geht's Laguna? Keine Ahnung, hab ihn nicht getroffen. Oh, doch nicht? Es ist ja nicht so, dass ich alles über Ward weiß. Lagunas Trupp hat doch in Centra schwer was auf den Deckel bekommen. Danach hat Ward angefangen, in so einer Art Gefängnis zu arbeiten. Ward langweilt sich zu Tode. Er träumt täglich davon, wieder mit Laguna in den Kampf zu ziehen. Okay, er hat also von Ward geträumt. Cool. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Frag mich was anderes. Ja, Leute. Da haben wir's doch. Ich würde sagen, der perfekte Moment, um einen Cut zu machen. Jetzt geht der Part ungefähr 40 Minuten, das ist doch mal schön. Wir hatten ja des Öfteren in den letzten Parts mal Überlänge. Von daher würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Wir bleiben erstmal mit der Frage zurück, warum hat eigentlich Xell was völlig anderes geträumt? Und wo sind wir hier, verdammt nochmal? Ja, okay, Squall ist nicht bei uns, das sehen wir auf jeden Fall. Und die anderen beiden, oder den anderen dreien, scheint es gut zu gehen. Und Xell macht jetzt erstmal einen auf Boss. Okay, Leute, ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 8.